So, da sind es nur noch zwei Aufgaben. Und jetzt kümmern wir uns um durchsuche Truhen in einer verlassenen Heldenvilla oder einem verlassenen Schurkenunterschlupf. Dieselbe Aufgabe hatten wir ja schon Besuche. Daher, wenn ihr nicht genau wisst, wo, ich werde es auch nochmal zeigen im Spiel, kein Problem. Aber jetzt müssen wir halt einfach dahin gehen, ganz simpel Truhen öffnen. Mehr gibt es eigentlich dazu jetzt nicht zu sagen. Das Ganze mache ich aber in Arena, weil ich einfach vermute, dass in Arena die Leute sicher mehr verteilen auf der Map. Und ganz sicher nicht unbedingt in die Brennpunkte wollen. Also da, wo die Aufgaben sind, bleiben die Leute eigentlich eher fern. Außer da, wo sie Kills machen müssen. Also ich glaube, dass derzeit in Arena die Leute eher bei Loot Lake landen. In der Hoffnung, dass sie da halt ihre Kills machen, ihren Schaden machen. Und deshalb mache ich das Ganze halt diesmal wieder in Arena. Und schon mal Dank an den, der eben abonniert hat. Jetzt sind wir bei 72 Abonnenten. Solltest du noch nicht abonniert haben, ihr wisst ja, die alten Hasen unter euch. Ladebildschirmzeit, das Like-Zeit, Kommentierzeit. Und der noch nicht abonniert hat, kann jetzt gerne ein Abo dalassen. Wie gesagt, ich lade euch halt jede Aufgabe hoch. Und ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Ist ja alles ein Geben und Nehmen. Und zu gewinnen gibt es bei mir halt dauerhaft unten den Passive-Code. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr den gewinnen könnt, einfach unten in der Videobeschreibung ist ein Video verlinkt, wo ich mich einmal vorstelle und wie ihr den Code knacken könnt, beziehungsweise wie der geknackt wird. Die Kurzfassung ist halt, er wird geknackt durch Abonnenten. Beziehungsweise am Ende halt durch euch, aber in erster Linie halt von Abonnenten. So, gerade mal hier nur aufpassen, der vorbeifliegt. Und das bedeutet eigentlich, alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl hinzu. Ihr seht, da stehen schon 8 Zahlen. Das Problem ist, da wollte einer lustig sein, hat 20 Mal abonniert und dann wieder deabonniert. Deshalb stehen da 8 Zahlen. Die 9. Zahl kommt halt dann bei 90 Abonnenten. Aber wenn das hier so weiterläuft, denke ich mal, haben wir das ziemlich zügig. Wenn du mich natürlich unterstützen willst, lass einfach ein Abo da. Ich meine, es kostet dich nichts, von daher. So. Dann gehen wir jetzt mal hier zu dem Heldenunterschlupf. Der ist einmal hier, genau wo ich markiert habe. Und der Schurkenunterschlupf ist da. Aber wir gehen halt jetzt erstmal zu dem Helden und ich bin schon viel zu niedrig. Eieieiei. Aber ich habe keinen Gleiter gehört. Wir sind auch ziemlich weit weg. Also es könnte sein, dass wir hier sogar komplett alleine landen. Oder einer ist halt höher abgesprungen. So, erstmal nach Truhen. Hier ist schon mal eine Truhe. Wir gucken jetzt einfach mal, wie ich hier durchkomme. Es kann sein, dass ich die zweite Runde auch noch mitmache. Ansonsten, ihr habt ja das andere Video eventuell schon gesehen, wo der Schurkenunterschlupf ist. Wie gesagt, ich kann es auch gleich nochmal zeigen, falls wir sterben sollten. Jetzt gucken wir erstmal, wo alle Kisten hier sind. Eigentlich müsste im Haupteingang müsste schon eine gewesen sein. Das Ganze mal grün. Aber ihr seht ja, ich habe hier komplett meine Ruhe. Gut, die Zone ist jetzt auch relativ gut gekommen. Hier oben ist nämlich auch immer eine drin. Ah, das ist schon mal gut. Weil wir müssen ja noch den Explosionsschaden machen. Ich glaube nämlich langsam echt, dass die Glutdrops nämlich auch keine mehr haben irgendwie. Hier war keine. Gehen wir nochmal hoch. Ich höre jetzt mal direkt nichts. Boah, ganz ehrlich, da ist mir die Waffe trotzdem lieber. Ja, hier sieht es gerade kistenmäßig, sieht es hier gerade ganz mau aus. Hier sind doch mehr als zwei Kisten. Aber auch keine versteckte oder so. Die habe ich schon, die unten habe ich auch. Ja, schmeckt. Aber. Mehr ist hier leider nicht. Hier unten waren wir, glaube ich, schon drin.
Hier ist kistenmäßig nicht viel. So, ich würde sagen, wir versuchen einfach mal schnell einen Gegner zu finden. Hier gar nicht lang groß auf Sieg oder so spielen. Und ich versuche halt einfach noch in dem Schurkenlager zu landen. Dass wir das halt auch gerade mal schnell mit in dem Video haben, dass ihr sehen könnt, wo der andere Ort ist. Weil hier, das waren jetzt mal ein bisschen wenig Kisten. Warte, hier war noch ein Pilz. Und was die Pilze betrifft, für die Aufgabe mit den 8 Pilzen da essen in einer Runde, beziehungsweise 8 essbaren Gegenständen, habe ich halt auch die Aufgabe hochgeladen. Einfach bei mir im Kanal gucken und ihr werdet die Aufgabe safe finden. Ich sehe hier aber auch nichts, aber wir sind ja auch, obwohl wir sind eigentlich ziemlich nah. So ein bisschen Rocket Moon wäre nicht schlecht. Ich glaube, ich habe Schritte gehört. Safe einer. Ich weiß noch nicht wo. Nein, nicht jetzt legen. Nein, dann legt es zum Kotzen. Was Rocket Moon? Auch noch 4 Schuss. Oh toll, dann ist er weg. Wollte ich auch mal ein bisschen angeben. So, jetzt wäre ein bisschen Leben nicht schlecht. Aber ich glaube, er hat hier alles weggelootet. Rocket Moon, Rocket Moon. Ja, Zone dauert noch. Das heißt hier kein bisschen Leben, das ist, ey. Hier ist gar nichts. Tote Hose ist hier. Jetzt renne ich hier mit 59 Leben rum. Ah, doch, hier ist noch Feuer. Bam, 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 bam. So, Explosivschaden, boah, jetzt 207, ey. Das wird echt, also die Aufgabe wird nervig, ey. Weil so viel Schaden macht die anscheinend nicht. Ich meine, die hat jetzt einmal 80 gemacht. Aber viel ist das ja jetzt auch nicht. Sogar, dass hier irgendeiner ist. Und hier ist der Ton. Der Ton verwirrt einen hier immens. Also mich verwirrt er jedenfalls, weil alles hört sich anders an. Gut, Zombies bin ich ja gewöhnt von Rettet die Welt, von daher. Ja, jetzt muss ich doch ein bisschen auf die Zone aufpassen. Glaube ich, keine ist doch da hinten. Ah, da liegt auch Rocket Moon. Oh nein, lass mich in Ruhe. Aber, warte mal, gerade mal. Lass mich in Ruhe. Die Aufgabe ist fügen Schaden. Warte mal, Schlüssel, der Schlüssel. Zählt das? Zählt nicht. Da
leck mir doch am Arsch. Das wäre dann, glaube ich, denke ich mal, zu einfach gewesen. Wo waren die Schüsse? Ich höre Schüsse. Zu machen. Ach da. Der verpieselt sich. Ach, hau ab. Von wo kam der? Ja, ich will nur diesen scheiß Schaden machen. Nein, nicht von hinten. Ach Mann. Ich will doch nur den blöden Schaden da machen. So, da kann ich euch direkt trotzdem direkt die andere Zone zeigen. Ach ja. Klar, ich hätte ihn wahrscheinlich wegholen können, das ist halt genauso der andere. Hätte er sich wahrscheinlich eingemischt, aber ist egal. Ich sag, mir geht es halt nicht darum, die Siege zu holen, sondern euch wirklich zu zeigen, was man machen muss. So, gehen wir direkt rein. Das ist halt mal ein bisschen längeres Video, aber ich sage, so in etwa werdet ihr die Aufgabe ja auch lösen. Deshalb. Ich könnte euch auch kurz und knackig sagen, fliegt dahin, macht das und das und alles klar. So, jetzt hoffe ich nur, dass die Zone einigermaßen mitmacht. Da. Und ihr wisst, wenn ihr jetzt noch nicht abonniert habt, dann ist jetzt eure Zeit. Genauso beim Liken, Kommentieren. Bam, 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 bam. Läuft hier alles mit den Videos? Ja, werden hochgeladen. Ja, mach hier mal nicht so eine Randale. So, die Route ist schon mal eigentlich recht positiv. So, jetzt fliegen wir einfach hier hin. Gut, ist genau dieser Zone wie eben. Ich hoffe halt jetzt einfach, dass ich da mehr finde. Aber dann habe ich wenigstens euch bei alle beide Orte gezeigt. Zur Not muss ich halt nochmal solo hin. Jetzt halt die Frage, bleibt man auf dem Berg oder geht man runter? Und ja, der Hund ist immer noch bei uns, wie man deutlich hören konnte. Warum der klingeln muss, weiß ich auch nicht. Ist nämlich mein Sohn, der heimkommt. Holt er sich die Kiste? Ja. So, also hier wird ich eigentlich nicht landen, weil hier hat man zwar eine Kiste. Aber ihr habt es ja gesehen, wenn der Gegner oben als erstes an der Kiste ist, habt ihr halt verloren. Aber wie gesagt, hier sind halt die nächsten Kisten. In dem anderen Ort, hier in der Villa, haben wir leider nur zwei Kisten gefunden. In dem Sinne würde ich sagen, war es das schon mal mit dem Video. Ihr müsst halt mehrmals landen eventuell. Ich denke mal, 7 Kisten wird man nicht in einer Runde finden. In dem Sinne, haut rein.